Letztes Testspiel vor dem Saisonstart der Würzburger Kickers am kommenden Samstag in Osnabrück. Zum zweiten Mal binnen 8 Tagen testete die Chile-Elf am Samstag gegen einen Bundesligisten. Nach dem FC Augsburg war dieses Mal der erste FC Nürnberg vor rund 4.100 Zuschauern am Dallenberg der Gegner. Und gegen den 2 Klassen höher spielenden Rekordaufsteiger aus Mittelfranken waren die rot gekleideten Kickers von links nach rechts spielend in der Anfangsphase das bessere Team. Der Ball zirkulierte gut, die Kickers hatten eine klare Spielidee, zeigten sich lauf- und spielfreudig und sie agierten, wenn möglich, schnell nach vorne. So wie nach diesem Fehlpass des Nürnbergers Edgar Salli. Orhan Ademi auf Fabio Kaufmann, der sieht links Dominik Baumann und der den ebenfalls mitgelaufenen Dennis Mast. Dessen scharfe Hereingabe verpasst Ademi dann in der Mitte, allerdings nur knapp. 20 Minuten waren gespielt, da kam der Club das erste Mal gefährlich vor das Kickers-Tor. Enrico Valentini auf Törles Knöll, der sich im Zweikampf durchsetzt und dann clever zurückpasst. Eduard Löwen bringt den Club mit dem ersten Schuss aufs Kickers-Tor in Führung. Wieder 10 Minuten später Freistoß Nürnberg und fast hätte Löwen seinen 2. Treffer erzielt. Der fiel dann in Minute 35. Mit diesem Klassepass lässt Clubkapitän Hanno Behrens die Würzburger Abwehrkette alt aussehen. Salli nimmt den Ball toll mit, tanzt Patrick Drewes aus und trifft zum 2:0. Weil Kai Wagners Schuss nicht mehr als ein Versuch blieb, ging es mit diesem Resultat auch in die Pause. Nach der wechselte Clubtrainer Michael Köllner gleich 6-mal, doch wer dachte, das würde den Spielfluss der Gäste hemmen und die Kickers wieder zurück ins Spiel bringen, der sah sich getäuscht. Rein auf Adam Zrelak und dessen Hereingabe buxiert Salli mit feinem Fuß ins Kickers-Tor. Im Anschluss wechselte FWK-Cheftrainer Michael Schiele nun munter durch. Simon Skalatidis etwa kam und prüfte mit diesem Distanzschuss den ebenfalls eingewechselten Nürnberger Keeper Bredlow. Doch es sollte nicht sein mit einem Tor der Kickers an diesem Nachmittag. Im Gegenteil, Federico Palacios erhöhte mit diesem Abstauber noch auf 4:0 für den Club. Das war dann auch der Endstand. Für die Nürnberger geht's nun in ein paar freie Tage. Für die Kickers steht noch eine Trainingswoche an, bevor es am Samstag in Osnabrück um die ersten Punkte der Saison geht.